Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting-Video auf meinem Kanal. Ich bin euer Sepp Violet und freue mich, dass du wieder dabei bist. Tja, heute mal wieder mit einem Whisky aus Deutschland. Genau genommen aus der Sliers oder Schliers Brennerei. Einer Brennerei, die relativ jung ist bzw. noch nicht so lange Whisky herstellt. Aus Südbayern am Schliersee. Und ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, lange überlegt, wo ich den das erste Mal gesehen hatte, wie das ausgesprochen wird. Ob das Sliers, ich wollte immer Sliers. Sagen. Es wird wohl aber wirklich Schliers ausgesprochen. Hoffe ich. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird der Whisky schon seit 1999 produziert. Und seit den 2000ern, also erst in einer Brennerei für, ich weiß gar nicht, Spirituosen in irgendeiner Distille. Namen habe ich jetzt vergessen. Und seit den 2000ern haben die ein eigenes Produktionsgebäude bekommen unter dem Namen Schliers und produzieren dort mehrere Whiskys. Genau. So. Ich habe hier den Schliers Mountain auf dem Tisch. Das ist ein Single Malt Whisky, wie gesagt, aus Südbayern. Nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert und mit 45% abgefüllt. Da muss ich noch mal drauf gucken. Genau, mit 45% abgefüllt. Und das Besondere bei der Mountain Edition ist noch dazu, dass die limitiert ist. Ich weiß jetzt gar nicht, auf wie viele Flaschen die limitiert ist. Auf jeden Fall ist sie limitiert, weil sie eine besondere Lagerung oder anders gesagt einen besonderen Lagerort bekommen hat. Und zwar lagerte sie in genau 1501 Meter auf dem Stümpfling. Ich glaube, der Berg heißt Stümpfling. Ja, für 5 Jahre. So, finde ich von der Idee immer ziemlich cool, wenn sich die Brennereien was einfallen lassen, wo das lagert, in einem Bergwerk oder was weiß ich wo. Hier eben in 1501 Meter Höhe. Und das soll damit oder das soll insofern etwas bewirken. Auf der Seite bzw. von der Brennerei selber hat gesagt, dass da oben Temperaturunterschiede von 60 Grad sein können, wahrscheinlich so minus 30 bis plus 30 oder so. Und dadurch der Whisky ganz besonders viel Aroma aus dem Holz bekommt und was von dem Klima mitbekommt. Und ja, ist natürlich auch ein Stück weit immer Marketing mit, Verkaufsargument. Ich persönlich finde es trotzdem cool. Die Verpackung sieht auch ganz cool aus. Da sind so Berge drauf und das alles eben so ein bisschen ja, alpin gehalten, logisch bei dem Namen. Und ich persönlich mag ja sowieso die Berge, also entweder Berge oder Meer. Ich bin also entweder oder. Und von daher, ja, mich hat das schon mal vom Äußeren angesprochen und von der Idee her auch angesprochen. Und tja, was gibt es dazu zu sagen? Eigentlich alles, was ich bisher schon gesagt habe, das ist ein Single Malt, 45 Volumenprozent Alkohol, hat er Intus, ist wohl nicht gefärbt, auf jeden Fall nicht kühlfiltriert, das weiß ich, ist 5 Jahre alt, wie gesagt, in 1501 Meter Höhe gelagert, gereift und zwar in frischen Fässern aus amerikanischer Eiche, Weißeiche. Tja, und da würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir auch schon zum Verkosten. So, ich habe den auch schon mal getrunken, mehr oder weniger. Spontan war das damals, das war mal in einer Hotellobby, da stand er auf der Karte. Und bei Schliers ist es wohl so, was ich mitbekommen habe, grundsätzlich entweder man mag ihn oder man kann ihn überhaupt nicht leiden. Also so ist zumindest der Tenor, den ich immer bei Schliers mitbekommen habe oder zu Schliers mitbekommen habe, wenn man sich so ein bisschen umhört oder mal im Netz so ein bisschen rumguckt. Mit ein paar Leuten unterhält. Und ja, wie gesagt, entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Er ist 5 Jahre alt, hat also nicht allzu viel Farbe mitbekommen, ist trotzdem aber schon, ja, ein bisschen Farbe ist schon drin auf jeden Fall. Aber wisst, mit den Farben habe ich es nicht so wirklich. Das hat seine Gründe. Und was hier drin ist, ganz viel Vanille. Also wirklich unheimlich viel Vanille. Ich habe auch so ein bisschen so eine, was sind das? Eine leichte Karamellnote. Und was hier drin ist, ich denke, das ist auch der Grund, warum die Lager da so gespalten sind bei dem. Dadurch, dass der recht jung ist und in frischen Fässern aus White Oak, also amerikanischer Weißeiche, gelagert hat,
hat man hier so diese leichte Klebstoffnote drin. Ne? Also das hat so ein bisschen so einen Bourbon-Touch. Ich habe auch bei Bourbons immer so eine leichte, so eine Klebstoffnote drin. Und die ist ja auch drin. Also es hat ein bisschen was von einem Bourbon. Und das mögen, glaube ich, nicht wirklich viele. Also, beziehungsweise die einen mögen es, die anderen nicht. Ich habe dann auch noch so eine hellen Trauben. Das ist recht süß. Aber diese Vanillenote und diese Klebstoffnote, das ist wirklich unheimlich, wie krass die sind. Es schwankt doch immer so zwischen Vanille und diesem, ja, so jetzt doch langsam würzig werdenden Noten. Also die Fässer hat man hier auf jeden Fall auch schon in der Nase. Ja, es wird langsam ein bisschen würziger, ein bisschen weicher. Man sollte dem auch ein bisschen Zeit geben, habe ich jetzt bei dem hier nicht so gemacht, aber ich kenne den auch schon. Oh ja. Die hellen Trauben sind definitiv dabei. Er ist in der Nase relativ einfach. Ne? Also das, was er macht, macht er gut. Ich habe jetzt auch so eine leichte Würzigkeit noch mit schwingen. Ja, doch, es wird so leicht würzig jetzt. Ich kann gar nicht genau sagen, was es ist. Das riecht so ein bisschen nach, was ist das? So frischer Waldgeruch. Also frischer grüner Waldgeruch. Genau. Tja, er ist in der Nase relativ einfach. Auch die 45% habe ich jetzt nicht so krass in der Nase. Es ist von allem ein bisschen was da. Es überfordert es aber nicht. Also da ist jetzt nichts drin, wo ich sage, okay, das sticht jetzt extrem hervor. Das stört mich. Auch dieser, ich nenne es jetzt mal Klebstoffnote oder Bourbonnote klingt ein bisschen besser. Auch diese Bourbonnote ist definitiv präsent, greifbar, aber nicht zu krass. Also es ist, wie gesagt, nicht allzu vielschichtig, relativ einfach, es überfordert einen jetzt nicht, es riecht auf jeden Fall relativ frisch. Ja. Gut, würde ich sagen, schauen wir mal, was er auf der Zunge zu bieten hat. Cheers. Also auf der Zunge finde ich ihn besser als in der Nase. Auf der Zunge hat er mehr zu bieten, definitiv. Ich habe diese Vanillenoten mit drin, ich habe es jetzt mit rüber transportiert. So eine leichte Karamellnote habe ich jetzt hier noch mit dabei. Die Trauben sind mit dabei. Helle, frische Weintrauben. Eine ganz leichte Zitrusnote schwingt ja noch mit. Ich kann jetzt gar nicht genau greifen, was für eine Frucht, ob das eher so eine Orange ist, eine Mandarine oder irgendwas. Es ist auf jeden Fall so was Spritziges, Zitrusartiges. Und so eine leichte Schärfe. Also nicht direkt Schärfe, sondern so eine herbe Würzigkeit. Ich würde sagen, so Richtung schwarzer Pfeffer, Chili würde ich jetzt noch nicht mal wirklich sagen. Und Kräuter jetzt am Ende noch Kräuter, so ein bisschen schärfere Kräuter. Hinten raus wird er auf jeden Fall auch trockener. Die Kräuternote ist da. Eine leichte Pfeffernote ist mit hinten raus da. Und Eiche. Ja, ich habe hier eine sehr, sehr trockene, aber nicht allzu würzige Eiche. Ja, genau. Also auf der Zunge hat er definitiv mehr zu bieten. Hinten raus wird er dann ein bisschen herber und gesetzter. Also ich würde sagen, er könnte jetzt auch noch ein paar Jahre älter sein, wenn ich ihn jetzt auf der Zunge habe. In der Nase wirkt er eher so, ja, 5 Jahre, vielleicht sogar fast jünger. Für mich zumindest. Auf der Zunge 5 Jahre plus. Also es könnte jetzt vielleicht auch so 7, 8 Jahre sein. Ein bisschen optimistisch betrachtet. Ich persönlich finde es aber recht gut ausgewogen. Also es ist, ja, wie soll ich sagen, er wirkt auf der Zunge auf jeden Fall gesetzter und vielschichtiger, in der Nase einfach. Hinten raus wirkt er dann schon so noch ein Stück gesetzter und älter. Auch die 45% tun dem ganz gut. Also auf der Zunge ist gut Druck da, im Mund. Die Aromen werden gut transportiert, die sind greifbar, vielschichtig, aber nicht überfordernd. Allerdings, das wird jetzt nicht mein Lieblingswhisky. Och nee, lass mal. Nee. Bin da nicht so für.
an sich das Wasser mitbringt, das bringt er gut mit, bringt er gut rüber und das kann er auch gut, mehr aber auch nicht. So. Dafür, dass er limitiert ist, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Flaschen der limitiert ist und wie gut der verfügbar ist. Der ist auf jeden Fall verfügbar und liegt jetzt so zwischen 85 und 90 Euro. Ich habe vorhin mal so ein bisschen rumgeguckt. Natürlich geht es auch immer mal, wenn man Glück hat, bis billiger und natürlich teurer sowieso. So, ich muss mir keine große Flasche kaufen, kann jetzt aber auch nichts wirklich Schlechtes oder Negatives über den erzählen. Er ist halt da. Für einen jungen Whisky bringt er viel auf der Zunge. Trotzdem ein bisschen mau auf der Nase, was ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt als Minuspunkt erachte, aber mir ist er einfach ein bisschen im Gesamtpaket zu wenig, was er hier mitbringt. Er ist stabil, aber eben zu wenig, obwohl er auch die 45% hat und ja, für die 5 Jahre 4 bietet auf der Zunge. So. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Also ich habe noch ein paar andere Schliers mittlerweile getrunken. Die haben mir im Großen und Ganzen eigentlich alle gut gefallen. Die einen mehr, die anderen weniger. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, einfach weil ich mir auch die Tastings für die Zukunft ein bisschen ja, offen halten will. Hier habe ich mir, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr erwartet. Aber ich kannte den schon. Ich wusste, was mich jetzt hier erwartet. Von daher bin ich jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht. Ich weiß nicht, kennt einer von euch den? Hat jemand schon mal den Schliers Mountain getrunken, verkostet? Wie findet ihr den? Wie mögt ihr den? Was sagt ihr zu dem? Ich will es jetzt dabei belassen, weil ich kann jetzt einfach auch gar nicht viel mehr zu dem erzählen. Da bietet jetzt nicht mehr. Also das bisschen, was er bietet, macht er top, aber eben, wie gesagt, nicht mehr. Ich bin da wirklich hin und her gerissen. Von daher mal kein ganz klares Fazit am Ende von mir. Kann es ja auch mal geben. Na? Tja, ich lass mir den jetzt trotzdem noch mal über die Zunge gehen. Ich würde schon sagen, durch den Kopf gehen. Und ja, es ist halt kein schlechter, ne? Aber eben, ja, das Sample reicht mir, glaube ich. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid, reingeschaut habt. Ich hoffe, ihr guckt auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich den nächsten Whisky verkoste. Ich habe da noch einige in meinem Tasting-Fach oder auf meiner Tasting-Liste stehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, passt auf euch auf und wie immer schmecken lassen. Cheers!